Ultrametropolis. Und wo sind wir denn hier? In die Großmaßstadt oder was? Na, holla die Waldfee. Da haben wir uns aber in was reingegeben. Eine Alolanerin, und sie ist auf dem Rücken von Sorgaleo hergekommen. Was meinst du, Darus? Sollten wir sie gleich einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen? Beruhig dich, Amamo. Alolanerin Necrozma hat Lunalas Kraft absorbiert und hält sich nun an der Spitze des Metropo-Towers auf. Alle haben sich in ihren Häusern in Sicherheit gebracht, da sie fürchten, Necrozma könnte, genau wie bei der Ankunft Samanthas, erneut seinen Zorn freien Lauf lassen. Necrozma hat zwar das Licht geraubt und so seine ursprüngliche Kraft zurückerlangt, doch es kann es nicht kontrollieren. Das Licht ist momentan nichts weiter als eine Bürde für Necrozma. Mit den Mitteln der Wissenschaft war es uns möglich, Necrozma zu besänftigen und zugleich etwas Licht zu erzeugen. Doch Necrozma und wir haben lange Zeit gegen unseren Willen ein Leben ohne das wahre ursprüngliche Licht führen müssen. Alolanerin, bitte halte Necrozma auf und bring das Licht zurück in unsere Welt und nach Alola. Necrozma hält sich dort hinten an der Spitze des Metropo-Towers aus. Auf, ich würde mal sagen, gehen wir in den Tower von Necrozma und befreien wir die Stadt und holen das Licht zurück. Auf wie? Ja, mal schauen, was da drin im Turm los ist. Viel gibt's ja hier nicht, ist ja alles abgesperrt mit Stacheldrahtzaun und Dingens. Ja, Stacheldrahtzaun halt von Ultra Metropolis, was die halt Stacheldrahtzaun nennen. Hat solche Panzersperren, so ungefähr. Und ja, bin ich gespannt, was darin vor sich geht. Was erwartet uns ganz oben im Turm? Sei auf der Hut, Alolanerin. Necrozma ist extrem stark. Uns sind leider die Hände gebunden. Wir sind nicht imstande, Necrozma mit Hilfe der Wissenschaft zu kontrollieren. Ganz zu schweigen davon, es im Kampf aufzunehmen. Das Licht von Necrozma erfüllte einst unsere Welt. Aber nicht nur die. In der ganzen Ultradimension ließ es seine Energie zukommen. Ja, Necrozma ist einfach unglaublich. Wenn du es irgendwie schaffen würdest, es zu beruhigen, würde es allen wieder seine Energie spenden. Bitte hilf ihm. Ja, dann helfen wir ihm doch mal. Rein geht's in den Tower. Ein Fahrstuhl oder was? Metropo Tower, sind wir schon auf der Spitze oder was? Das ging ja ziemlich schnell. Ich erwartete hier einiges zu sehen. Sind wir schon ganz oben. Erstmal haben wir hier jede Menge utopische Stufen, die wir hier entlang gehen müssen. Treppen steigen sozusagen. Bis ganz nach oben. Eine Treppe. Und was sehe ich denn da? Ein großer Lichtball, ein großes Lichtfeld. Und Lunala Necrozma in der Mitte. Ui.
Ultra Necrozma in Titelung. Sieht das nicht episch aus? Necrozma prüft dich eingehend. Es möchte kämpfen. Na dann, auf geht's. Ich hoffe, mein Team ist geheilt. Necrozma! Die Orgel spielt und es geht los. Necrozma erscheint. Ja, tatsächlich Orgelmusik. Aha, okay. Necrozma hüllt sich in eine besondere Art der Setkraft oder so ähnlich. Ja. Necrozma 60 und das soll jetzt mega stark sein. Soll jetzt fast unbesiegbar sein. Gänzlich unbesiegbar. So wie die Bewohner dieser Stadt hier uns sagten. Naja, auf jeden Fall, Dragon hat es schon mal mit einem Schlag besiegt. Joa. Wie wär's denn mal mit Galoppa hier? Kann Galoppa dem Necrozma dieses Wasser reichen? Na komm, okay, ziehen wir es zurück. Ich will erstmal die anderen Pokémon ausüben, ausspielen. Das wäre vielleicht doch fairer gegenüber dem Spiel. Ist ja so nicht gedacht, dass wir mit unfairen Mitteln kämpfen. Aber Lindy wurde schon besiegt. So, Steve Level 50, immerhin 10 Level unter dem Necrozma. Mal sehen, wie viel der aushält. Ein Bruchstapel könnte doch einsetzen. Juwelenkraft. Eine ganz stinknormale Attacke, die aber bei Necrozma sehr viel bringt. Juhudi. Mein Team wird hier mit einem Schlag weggeratzt. Nur ein Schlag und schon ist das Team fertig. Ja, 6 Schläge dann wahrscheinlich. Phantom Geysir. So seine Mega-Attacke. Und auch Hoodie mit einem Schlag weg. Ja, Necrozma hat noch nicht einen Kratzer bekommen. Sieht nach einem starken Pokémon aus. Einem starken Endgegner. Ja, so schaut's aus. Los, Pikachu Donnerblitz. Oder halt auch nicht. Phantom Geysir wird eingesetzt. Ja, das war's auch mit Pikachu. Volltreffer Pikachu wurde besiegt. Ja, Galoppa hätten wir noch im Team. Level 100, Shiny Galoppa. Mal sehen, was das so gegen ein Level 60 Necrozma ausrichten kann. Stromstoß hätten wir da. Juwelenkraft. Okay. Es hält schon mal eine Attacke aus. Galoppa gibt vor, nichts zu bemerken. Ja, okay. Wenn es dir nicht gehorcht, das ist natürlich schön. Sanfi hat keinen Kampf für ihn, Pokémon mehr. Sanfi gerät in Panik und verliert ein bisschen Geld. Wird schwarz vor Augen. Wir müssen das Ding wirklich besiegen, oder was? Na, Wollo. Es lässt ja keine einzige Attacke zu. Wow, hier ist es wirklich dunkel. Hier ist zacke die Duster hier. Necrozma hat alles Licht von Alola weggenommen. Hui, hier ist es wirklich duster, duster, duster. Nicht nur Nacht, sondern sehr dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Ja. Dunkler geht's kaum. Mal sagen, ich habe da so einen Speicherstand, den ich noch nicht überschrieben habe. Ja, ich würde mal sagen, next try. Das Viech ist auf jeden Fall sehr OP. Ja, kann man wohl so sagen. Das ist mega stark. Ist ein Endgegner. Aber Halleluja. Dann wieder den Weg hinauf. Fahrstuhl bringt mich nach oben. Da verrat mir doch mal, wie ich das denn meistern soll. Gibt es da irgendein Geheimnis? Gibt es da irgendwie eine Sache, die man machen kann? Weil man hat ja nur die Mittel. Also eigentlich hat man auch keinen Shiny Level 100 Galoppa, wenn man bis hier kommt. Die Pokémon sind ja ungefähr so in dem Level. Vielleicht ein bisschen stärker, weil sie gelevelt wurden. Aber kann das sein, dass das Team wirklich keinen Kratzer macht? Mal Galoppa an die Spitze gesetzt. Ja, Metropo Tower, da sind wir gerade. Auf geht's.
Beruhigen wir mal das Necrozma. So schaut's aus, oder was? Ja. Retten wir die Welt mal wieder? Ich muss nur mal kurz die Welt retten und dann bin ich bei dir. Mein Necrozma dazu zwingen, das Licht der Welt wieder zurückzugeben. Necrozma möchte kämpfen. Schön, schön. Necrozma! Auf geht's! Orgelmusik klingt unheilvoll. Necrozma wild erscheint, greift an, fühlt sich in besonderer Aura und steigert so seine Statuswerte. Sozusagen ein Herrscher-Pokémon der besonderen Art. Da haben wir Galopp an Level 100 Shiny. Und ich habe da mal so eine Idee. Vielleicht könnte man das ja so machen oder vielleicht auch nicht. Mal schauen, ob es uns das Spiel mal wieder verweigert oder ob wir das machen können. Du kannst Necrozma nicht fangen, wenn es mit einem anderen Pokémon fusioniert ist. Ah, wir können also nicht den Meisterball fangen, werfen und das Spiel beenden. Wir müssen es also mühsam besiegen. Ah, okay. So läuft das hier also. Müssen wir hier also doch irgendwie punkten. Wäre eine Variante gewesen, wenn man jetzt irgendwie Necrozma besiegen. Quatsch. Ihr wisst, was ich meine, mit dem Meisterball jetzt irgendwie fangen könnte und das Ganze beenden könnte. Aber nein, das wäre ja zu einfach. Das wäre. Das wäre zu leicht. Wieso denn? Das ging ja bisher schon immer in den Pokémon-Editionen. Hat ja bisher immer schon die legendären Kämpfe einfach schon beenden können, indem man einfach, ja, sagt: Hier hast du, hier nimmst du deinen Ball. Du wirst hier fangen. Und bist du halt vorüber. Beleber einsetzen auf Galopper. Ja, ich versuche halt mal irgendwas mit Galopper zu erreichen. Der Rest des Teams ist ja relativ scheißegal, weil die werden sowieso mit One-Hit hier gekillt. Ich weiß nicht, gibt es da irgendeinen Trick, irgendeinen Kniff, den man irgendwie wissen müsste? Gibt es da irgendwas, was ich übersehen habe? Gibt es da irgendwie was wir auf dem Weg uns mitnehmen hätten können, was den Kampf erleichtert hätte? Irgendwie 1 Milliarde Sonderbonbons, die uns irgendwie auf das Level setzen, dass wir das aushalten? Oder was weiß ich, Unvorstellbares, das uns in diesem Kampf zur Seite steht? Zum Beispiel das Sol Galeo, hätten wir das irgendwie mit ins Team nehmen können? Hätte das Team gegenüberstehen können? Oder frag mich nicht. Ich bin kein Entwickler. Was hat man so? Das kann man alles so viele Ideen haben für einen legendären Kampf. Nitro-Ladung von Galoppa, komm. Das soll doch jetzt was bringen. Nö, bringt nichts. Auch nur ein kleiner Kratzer. Wie in Kraft. Das haut aber voll drin. Ist halt nur eine normale Attacke, aber haut voll drin. Volle Möhre. Schlagbohrer. Na komm. Ja, okay, immerhin ist es schon im gelben Bereich und wir können noch ein paar Tränke und Beleber einsetzen. Ja, es ist vielleicht machbar, wenn du ein Level 100 Shiny Galopper hast und keine normal trainierten Pokémon auf Level 55 bis 60. Ich gebe es zu, mein Team ist ein bisschen unterlevelt, also wenn die jetzt auf Level 50 sind, könnten die realistischerweise, wenn man die richtig trainiert hätte, so Level 60 sein, Level 55 bis 60, ja, könnte so realistisch sein, aber mein stärkstes Pokémon Pikachu Level 55, das macht ihm gar keinen Kratzer, dem Necrozma. Da ist mein Shiny Galopper, wenn es denn mal gehorcht, ja, schon gut im Kampf. Also, was will das Spiel von uns? Also, ich frage mich, will das Spiel wirklich, dass wir vorher unser ganzes Team auf Level 100 trainieren, damit wir wirklich on top sind und das ganze Necrozma wirklich entfesseln können, da wirklich besiegen können und bezwingen? Oder Spiel, was willst du, was erwartest du da von uns? Es muss ja irgendwie eine Norm geben, irgendjemand hat das mal getestet, irgendjemand hat das mal durchgespielt und hat
bevor ein Spiel auf den Markt gebracht wird, wird das mal durchgespielt und wird ausprobiert, ob das machbar ist, ob man das den Kindern zum Spiel gehen kann. Und dann muss doch es gibt immer einen Weg, der zum Ziel führt. Mindestens einen Weg. Manchmal ist der Weg fast unerkennbar, aber es gibt immer einen Weg zum Ziel. Das ist der jetzt mit Shiny Galoppa, aber frag mich nicht. Galoppa verliert einige KP. Haben wir es uns dann scheinbar auch irgendwie erschummelt. Tja. Haben wir es besiegt, das Necrozma. Das Licht breitet sich aus. Lunala. Lunala in voller Pracht. Gegen das müssen wir jetzt auch noch kämpfen. Das wär's. Oh, Lilly kommt mit dazu. Oh, wieder auf dem Podium zurück. Wollen wir zurück teleportiert. Necrozma hat sein Licht verloren und ist in eine andere Welt entschwunden. Folge ihm. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß zwar nicht. Ach so, das ist Davos. Ich weiß zwar nicht, wie lange es noch dauern wird, aber irgendwann in ferner Zukunft werden wir hier sicher unbekümmert das Licht genießen. Alolanerin, wir sind dir und deinem Licht der Seidkristalle zu großem Dank verpflichtet. Das von dir beruhigte Necrozma, oder besser gesagt Ultra-Necrozma, war von Licht erfüllt. Allerdings scheint es dies nun wieder verloren zu haben und nach Alola entschwunden zu sein. Dein wieder von ihm getrenntes Lunala ist offenbar ebenfalls nach Alola zurückgekehrt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unseren Hilferuf erhört hast. Warum bist du so aufgeregt, Vinicoro? Hey, Davos, glaubst du, Vinicoro will mehr über die Alolanerin erfahren? Wenn dem so ist, möchte ich es ihr mit auf den Weg geben. Als Ausdruck unseres Dankes und um Vinicoros Wunsch zu erfüllen. Wärst du bereit, Vinicoro bei dir aufzunehmen? Im Team jetzt nicht unbedingt, aber ja, in einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und so weiter. Und ja, ich pack's mir auf die Box. Dann habe ich es als Ultra-Bestie mit parat, falls ich mal kämpfen will, falls ich mal mit ins Team nehmen will. Nehme ich es natürlich mit. Geschenke lehnt man nicht ab, nimmt man einfach. Nikro-Alten. Für Nikro wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Pokémon von dieser Ultra-Stadt. So wie ein Pikachu irgendwie in der Pokémon-Game-Edition. Stell ich mir das vor, weil das andere Ultra-Forschungsteam hat auch so ein Mini-Kro. Geschenk. Willst du auf unserem Sol Galeo nach Alola zurückkehren oder wäre dir Lunala lieber? Oh, so Galeo oder Lunala, die Entscheidung. Also ich reite auch auf Lunala. Also das wäre mir auch in Ordnung. Ich nehme mal einfach Lunala. Hin sind wir mit Sol Galeo gekommen, zurück geht's mit Lunala. Alles klar, ich bin hier, falls du deine Meinung änderst. Ich zurück. Lunala, bringst du mich? Holst du mich? Ah, da bin ich. Hat's mich zurückgebracht. Schön, schön. Ich ziehe meinen Hut von dir, wirklich sehr beeindruckend. Selbst jetzt kann ich deutlich konzentrierte Setkraft in deinen Setklingen spüren. Vielen Dank, Trainer auf Inselwanderschaft. Ach, das war Nieren. Während du in der Ultrametropolis Necrozma Stirn geboten hast, habe ich etwas Grundlegendes über die Auren herausgefunden, die in Alola so reichlich zu finden sind. Das Licht, das Necrozma erzeugte, bevor unsere Vorfahren es in einen tiefen Schlaf versetzten. Die Auren Alolas sind dieses Licht.
Das Licht erlangte über die Ultrafonten verschiedener Orte Alolas. Und die Prüfungsstätte diente dabei als eine Art Auffangbecken. Ja, die Z-Kraft. Ach, das Mieren wieder. Ja, egal. Ja, die Z-Kraft der Z-Attacken. Sowie die Auren, in die sich die Herrscher-Pokémon hüllen. All diese Kraft ist ein Geschenk Nekosmas. Ein Trainer von diesem Format sollte dazu in der Lage sein, Nekrosma sein Licht zurückzugeben, ohne dabei seinen Zorn auf sich zu ziehen. Wir möchten uns bei dir bedanken, indem wir dir unser Solgaleo zur Verfügung stellen. Erforsche mit ihm die Ultra-Warp-Zonen und neue Welten. Ich bin mir sicher, du wirst dort fantastischen Pokémon begegnen. Ich hätte große Lust, noch etwas länger in Alola zu bleiben, allein schon wegen dieser riesigen Mengen an Z-Kraft. Ich bin mir sicher, es gibt hier noch viel, was wir von euch lernen können. Und ich werde mich als Trainer versuchen. Ich will mit Pokémon als Gefährten Alola bereisen. Dann macht das mal. Viel Spaß euch dabei und viel Erfolg. Zwangfee. Du hattest recht, damit dass wir die Gefühle der Pokémon nicht ignorieren dürfen. Es war richtig von dir, mit Cosmo wegzulaufen. Ich habe doch nichts. Das verdanken wir alles nur Zwergenfee. Ohne sie hätten wir es nie geschafft. Und der Team Skyboss, der Bromel, steht dort hinten auch noch rum. Hier, du sollst diese Ultrabälle bekommen. Ultrabälle, das hatten wir in Pokémon Sonne nicht. Vielleicht gab es die auch irgendwo zu bekommen, aber die haben wir nicht gekriegt. Hab ich zumindest nicht gefunden. Du hast 3 Exemplare des Items Ultraball. Ultrabälle wurden in der Itemstash verstaut. Das sind spezielle Pokébälle, die wir zusammen mit dem Ultraforms-Team entwickelt haben, um Ultrabestien zu fangen. Einem Trainer wie dir kann ich sie bedenkenlos überlassen. Jetzt, wo ihm sein Licht geraubt wurde, ist Cosmog, ich meine Lunala, geschwächt. Ich werde mich im Ätherparadies um es kümmern. Dabei brauche ich deine Hilfe, Lilly. Und ich will mein legendäres Pokémon fangen. Ja, Mutter. Kann ich mir mein Lunala fangen? Ich will das im Team haben. Oder mein Nekrosma. Ich will jetzt hier nicht ohne legendäres Pokémon rausgehen, oder was? Wenn man andere dazu bringt, das Beste aus sich rauszuholen, dann hilft das auch einem selbst. Ach, Kenntnis, oha. Zwergenfee, ich war dir zwar sicherlich keine große Hilfe, doch du sollst wissen, dass ich stets mit dir und deinem Pokémon mitgefiebert habe. Ich hatte auch Gelegenheit, mit Mutter zu sprechen. Wir haben uns über Verschiedenes unterhalten und ich glaube, ihre Sicht der Dinge ist etwas besser zu verstehen. Zwangfee, du hast nicht nur Nekrosma und die Leute aus jener fernen Welt gerettet. Nein, du hast auch uns alle hier vor dem Untergang bewahrt und uns das Lächeln zurückgegeben. Das freut mich doch immer. Ich werde erstmal zurück ins Ätherparadies gehen, damit Wölkchen wieder zu Kräften kommen kann. Gib auf die Inselmannschaft auch weiterhin dein Bestes, Zwangfee. Da gehen sie, die beiden Blondinen hier. Liebsten Blondinen. Ja. Und da kommt meine drittliebste Blondine. Matsurika. Alola, Zwangfee. Alola. Ich bin hergekommen, als ich gesehen habe, wie es um das Podest herum dunkel geworden ist. Aber wie es aussieht, hast du das Problem schon ganz alleine gelöst. Da fühle ich mich glatt überflüssig. So geht das einfach nicht. Schließlich bin ich ein Captain. Wie wäre es also, wenn du dich an meiner Prüfung versuchst? Die sollte selbst für dich eine große Herausforderung darstellen. Na toll, große Herausforderungen hatten wir in letzter Zeit genug. Komm einfach bei mir zu Hause vorbei, wenn du Lust auf eine Herausforderung hast. Du weißt schon, das Dorf des Seevolks,
Vielleicht wäre es am besten, wenn wir zusammen gehen. Sprich mich an, wenn dir danach ist. Ja, ich habe hier nichts mehr zu suchen, also gehen wir. Also gut, dann machen wir uns mal auf den Weg. Und sich die zwei wieder zurück auf den Weg in das Dorf des Seevolks. Von Matsurika. Wir werden erstmal das Pokémon-Team heilen gehen und dann schauen wir weiter. Klein bisschen erholen von den Strapazen von Ultra Metropolis, von dem Kampf gegen Necrozma. Also ganz mit der Ruhe. Es muss jetzt nicht sofort losgehen mit der nächsten Prüfung. Erstmal in Ruhe ausruhen, das Team heilen. Möglichkeit, so Galeo im Team zu haben. Ich will ja auch ein Lunala im Team haben. Ich will das. Ich will. Ja, so ungefähr. Nee, Spaß. Wenn das halt so muss, dann muss das halt so. Das ist ja das falsche Boot. Ja, dann muss das halt so. Es ist halt jetzt ein bisschen blöd. Weil ich will ein legendäres Pokémon. Ich habe erwartet, mir ein legendäres Pokémon zu fangen, aber scheinbar weder Necrozma noch Lunala war mir gegeben. Auf uns. Es geht weiter. Und ich habe mal den Sticker vergessen. Den ziehen wir hier natürlich ab. Haben wir 66 Herrscher-Sticker. Und hier geht es gleich weiter. Bei Matsurika in der Prüfung. Macht euch bereit. Es ist Prüfungszeit. Ja. Schön. Eben weiter. Gerade eben noch die Welt gerettet. Und schon geht es weiter mit der Inselwanderung. Und mit den Inselprüfungen. Ja. Der Captain wartet. Wollen wir ihn nicht zu lange warten lassen. Aber wisst ihr was? Ich mache an dieser Stelle mal Schluss. Ich beende diesen Part. Er ist vielleicht diesmal ein bisschen kurz, aber ja, wir waren in Metropolis. Nein, waren wir nicht. Superman haben wir nicht getroffen. In Ultra Metropolis war nur und Stadt, die waren ein bisschen minimal gehalten, muss man wirklich sagen. War eher ein Witz. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Da hätte man schon locker ein paar füllen können. Da hätte man jetzt nicht noch Podiumsdiskussionen hier machen müssen. Ja, wortwörtlich fast Podiumsdiskussion. Und dann hier noch die nächste Prüfung fast schon anzufangen. Da hätte es auch noch ein bisschen was in Ultra Metropolis was passieren können. Naja, aber gut. Nehmen wir es so, wie es ist. Ich glaube, warum soll es euch gefallen haben? Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video, wenn ihr mit dem fast verfassen wollt. Gehabt euch wohl. Man sieht sich. Haut dran, ne? Ciao, ciao.